Die Nacht ist jung und ich will was erleben. Zu einem neuen Video. Ich bin wieder extrem gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch. Falls nicht, dann hoffe ich, dass ihr nach diesem Video vielleicht besser gelaunt seid. Denn wir reagieren auf Peyton. Peyton hat ein Video mit ihrer Schwester hochgeladen. Das heißt Girls Talk mit meiner Schwester. Leute, Girls Talks in mein Spezialgebiet. Deshalb gehen wir gleich sofort in dieses Video rein. Für alle, die mich noch nicht kennen. Hi, ich bin Sedo. Ich bin 22 Jahre alt und ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, falls du es noch nicht gemacht hast. Also falls du dich wohlfühlst, falls du in die Kommentarsektion schaust und merkst, oh, coole Community, feier ich. Lass gerne ein Abo da, aktiviere gerne die Glocke, würde mich sehr freuen. Und wenn du einen Kirsche auf die Sahnehäubchen setzen willst, dann kannst du auch noch auf Instagram vorbeischauen. Da geht's auch ab, drunter und drüber. Wir gehen rein. Liebe Freunde, Peyton wartet auf uns. Lange nicht mehr auf ein Video von Peyton reagiert. Ich glaube, sie vermisst uns schon. Deshalb, long story short, lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch Snacks und macht euch einen leckeren Tee, falls es bei euch gerade regnet. Falls nicht, dann einen Eistee. Oder Wasser. Wasser ist auch gut, ne? Ihr wisst, wie der Hase hoppelt. Wir gehen rein. Let's go. Hallo, heute gibt's mal wieder ein neues Video von mir. Und zwar sitze ich jetzt gerade im Auto mit meiner Schwester. Und ich sitze auch gerade nicht in meinem Auto, sondern im Auto von meiner Mama, weil es hier ein bisschen heller ist und ein bisschen schöner fürs YouTube-Video. Deswegen auf jeden Fall haben Sidney und ich heute vor, dass wir ein paar Fragen von euch beantworten und so ein kleines Carpool noch machen und noch ein bisschen Mukbang machen. Carpool ist mit Singen, dies, das, ne? So ein bisschen Singen, Real Talk und Mukbang wollen die machen. Mukbang ist Essen. Oh, ich habe gerade übel Hunger. Oh, ist gerade gar nicht gut. Oh, nein. Mukbang, keine Ahnung. Ich weiß tatsächlich nicht, wie man das ausspricht. Und sie werden safe zu McDrive oder so fahren. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, deswegen würde ich sagen, fahren wir jetzt mal los und beantworten auf jeden Fall ein paar Fragen von euch. Yes. Jetzt gerade zu Mc's. Pass auf, dass du die nicht umfährst. Hier stehen so viele Kinder. Ich habe einfach gerade gesagt. Ich habe es gerade gesagt. Oh, ich habe so Hunger gerade. Scheiße. Dann will ich erstmal überlegen, was wir erholen. Das ist doch schlauer. Ich weiß aber schon, was ich will. Ich aber nicht. Hier, dann überlegst du doch. Ein Chicken Burger und das Eis, glaube ich. Das schmilzt doch. Dann musst du erst das Eis essen. Mir doch egal. Können wir nochmal hierher fahren? Nee. Warum? Ja, danke schön. Danke. Oh nein, ich krieg Hunger. Ich krieg Hunger. Ich muss raus. Ich muss raus. Das geht. Ja, danke schön. Danke. Schönen Tag noch. 30 ist zu schnell. Wie viel? 30. Scheiße. Ja. Oh, Sidney hasst es, mit mir Auto zu fahren. Das ist so schlimm. So, das klappt. Das ist gut. Ha, wild. Oh mein Gott, so. Ist mir schlecht. Was ist denn das für ein Mario? Die will allein sein. Wie esse ich das so Burger? Da reinmachen. Nein. Dieses Video verabschiedet sich auch mit Monetarisierungseinnahmen, ne? Bei dieser ganzen Mucke bin ich ja direkt wieder raus. Sorry Mama, wenn du hier Pommes findest. Wir beantworten jetzt mal ein paar Fragen. Die erste Frage, was mögt ihr am anderen und was nicht so? Doch, was nicht mag, da fällt mir was ein. Weil was mag ich, fällt mir nichts ein. Dann fange ich mal an mit was ich nicht mag und dann kannst du sagen, was du nicht magst. Und zwar Sidney ist ein sehr anstrengender Mensch, wenn sie keinen Bock hat und schlechte Laune hat. Dann sollte man sie einfach in Ruhe lassen. Es kommt auch manchmal vor, dass ich sie zwei Tage nicht sehe, weil ich mir denke, okay, sie hat schlechte Laune, ich gehe einfach aus dem Weg. Weil dann hat sie so schlechte Laune, dass man Tag und Nacht von ihr angeschrien wird. Und was magst du an mir nicht? Stark. Ja, dazu sage ich jetzt aber mal nichts, was du eben gesagt hast. Ja, weil du weißt, dass ich recht habe. Was ich an dir nicht so mag, ist, dass du... Peyton streichelt sich extrem oft durch die Haare. Streichelt? Sagt man streicht? Nee, streicht. Die macht voll oft so. Jetzt habe ich meine Haare verkackt, Alter. Das ist mir aufgefallen, aber das ist doch keine negative Eigenschaft, wo man dann sagt, boah, das hasse ich an dieser Person jetzt. Was soll ich sagen? Du hörst, wenn ich was erzähle, oft nicht richtig zu. Doch! Nee, dich interessiert es nicht. Doch, ich bin multitaskingfähig. Nee.
Du hörst nicht richtig zu. Wenn ich dir irgendwas erzähle, bist du immer bei was komplett anderem. Da habe ich schon gar keine Lust, dir noch weiter zu erzählen. Ja. Das Ding ist, das ist eine Sache. Meistens, okay, wenn du mir was erzählst, weiß ich schon, weil die Mama es mir schon erzählt hat. Weird. Und was magst du an mir? Flex. Hm. Wenn die Mutter vorher schon weiß. Das ist einfach eine gute Schwester. Nervst du manchmal, aber... Ihr gehört, ich bin eine gute Schwester. Ja. Ja, du kannst gut zuhören. Die Sydney kann sehr gut zuhören. Das muss man sagen. Das muss man ihr lassen. Also es soll eigentlich positiv, dass du eigentlich immer das Gute im Menschen siehst. Mhm. Und es oft halt nicht wahrnehmen willst. Das heißt, es ist was Positives und was Negatives. So im einen, also du siehst halt immer das Positive im Menschen, aber... Also sagt sie ihr gerade unterschwellig, dass sie naiv ist? Ja, ne? Sagt, du siehst das Positive im Menschen, du willst aber nicht wahrnehmen. Das heißt, man ist naiv. Das ist halt auch ein Fehler so. Ja. Just trying to find me. Will Sydney auch ihre Brüste machen lassen? Diese Frage habe ich so oft gestellt bekommen. Weil die große Schwester gemacht hat, will die kleine Schwester auch. Der sich aus, die muss eigentlich auch. Das ist, da gibt es auch keinen Weg mehr dran vorbei. Leute, das sind noch zwei verschiedene Menschen. Und ich verstehe es einfach nicht. Also das Ding ist, wir sind noch zwei unabhängig voneinander, keine Ahnung, Menschen. Und nur weil ich jetzt gemachte Brüste habe, muss sie nicht, weil sie meine Schwester ist, sich auch die Brüste machen. Also ich verstehe es nicht. Und ich glaube, damit ist das Thema auch abgehakt. Check. Du spulst vor! Sydney! Würdet ihr Jungs in der Öffentlichkeit ansprechen, wenn ihr sie gut findet? Antwort du erst. Dafür bin ich definitiv zu schüchtern. No way, wirklich. No way. Also ich muss sagen, an sich hätte ich zwar kein Problem, aber so wie du sagtest, ich bin viel zu schüchtern dafür. Ich wollte gerade sagen. Ich könnte es nicht machen. Ich finde das sogar cool, aber ja, ich kann es halt einfach nicht, weil dafür bin ich zu schüchtern. Ja, ich auch. Auch wenn man uns das beiden, glaube ich, nicht ansieht, aber wir sind dafür definitiv beide zu schüchtern. Ja, also Fazit, wir konnten es beide nicht. Immer die Jungs müssen ansprechen, immer die Jungs müssen die Scheiße machen, die Scheiße arbeiten. Wer ist eher die ruhige Person und wer nicht? Ich bin eher die ruhige. Wir müssen das jetzt mal unterscheiden. Also. Es ist eine ganz kurze Frage. Ist bei Girls Talks nicht so, dass da auch so irgendwie interessante Fragen kommen und nicht so, wer ist schüchtern und wer nicht? Was sind das denn für Fragen? In der Familie bin ich eher die ruhige und Sydney eher die nicht ruhige, wenn man das so nennen kann. Wenn wir unter Leuten sind, hätte er es umgekehrt. Ja, hätte ich auch gesagt. Was machst du momentan beruflich? Wie sieht deine Zukunft aus? Also ich mache... Ich bin Influencer. Ich mache mit Kooperation mein Geld. Und ich habe auch mehr Geld, als du denkst. Deshalb, pst, don't talk to me. Loser, lamest wannabe. Spaß mir, egal. Beruflich... Das hier. Also ich bin Influencerin. Hast du gesagt. Oh, ich hab Salat auf meine Hose. Ich hab's einfach gespoilert. Und ich glaube auch tatsächlich, das ist kein Geheimnis, dass man damit Geld verdient. Also viele denken, man verdient mit allem gefühlt Geld, aber man verdient nur Geld, wenn man Werbung für gewisse Produkte macht. Und das ist... Falsch. Möb. Man verdient nicht nur Geld, wenn man Werbung für gewisse Produkte macht. Man verdient Geld mit Merchandise-Produkten. Man verdient Geld mit Kooperationen, das, was sie gerade gesagt hat. Man verdient Geld mit YouTube-Einnahmen. Liebe Peyton, ich hoffe, du hast deine Videos monetarisiert und verdienst auch Geld mit deinen YouTube-Einnahmen. Das wäre echt schade, wenn nicht. Man verdient inzwischen Geld mit TikTok-Klicks. Das sind aber wirklich, das ist wirklich so... So klein, also das ist wirklich ein Tausendstel von dem, was man verdient gefühlt. Merchandise hat sie bestimmt auch schon mal verkauft, bin ich mir aber nicht sicher, habe ich schon gesagt. In meinem Fall sind das noch zum Beispiel Musikeinnahmen, ich habe mal Songs rausgebracht, da fließt auch Geld weiterhin noch drüber, weil sich immer noch Leute diese Musik anhören. Was gibt's noch? Man kann Geld verdienen für Autogrammstunden, wenn man irgendwo auf der Glow zum Beispiel für eine Marke eine Autogrammstunde gibt. Man kann Geld verdienen, wenn man auf Tour geht. Man kann Geld verdienen, indem man Bücher verkauft. Also es ist nicht der einzige Weg, Geld zu verdienen als Influencer mit, indem man Kooperationen macht. Das ist auf jeden Fall falsch gesagt. Vielleicht bei ihr gerade so, dass sie gerade nur mit Kooperationen Geld verdient. Aber sie könnte sich auch andere Zweige noch raussuchen und theoretisch mehr Geld verdienen. Mein Job, also die Jobbezeichnung ist Influencerin. Ich mag das Wort tatsächlich nicht so gerne. Und Sydney ist Schülerin. Die nächste Frage ist, hattet ihr schon immer so ein gutes Verhältnis? Ja. Für welche Sachen gebt ihr euer Geld am meisten aus? Oh, darf ich es bei dir beantworten? Taschen. Also Klamotten,
Taschen, Schuhe, so also sowas generell. Man viel Geld für Taschen, aber ich hätte gesagt, nee. Ey, ich kann denen gerade nicht beim Essen zugucken. Ich habe so Hunger. Jede Pommes, die sie essen, ich schmecke sie auch. Ich stelle mir vor, wie ich gerade auch eine Pommes esse, als sie in diesen Chicken Burger gegessen haben. Oh, ich habe so Hunger. Mehr Klamotten. Ich gebe mehr für Taschen aus. Taschen sind halt teurer. Also für Taschen, ja. Und ich? Ich muss sagen, ich bin eigentlich ein sparsamer Mensch. Ich hätte gesagt, vielleicht Klamotten. Ja, wenn Klamotten. Wie geht es euch damit, dass Sydney im Sommer für ein Jahr weg ist? Okay. Sagen wir es so, ich freue mich langsam damit an. Ich finde es immer noch nicht cool. Also ich finde es cool für sie, ich freue mich auch für sie. Also es gibt schönere Vorstellungen irgendwie, als dass die Schwester ein Jahr lang... Natürlich, man hat halt ein bisschen Langeweile, ne? Vor allem, wenn man halt noch zu Hause wohnt. Bei mir ist halt so völlig normal, dass ich meine Geschwister nicht mehr so oft sehe, weil ich bin mit 18 ausgezogen und meine anderen Geschwister waren auch alle schon weg. Außer einer, glaube ich. War mein einer Bruder noch da? Nee, ich glaube, der war auch schon weg. Also meine anderen Geschwister sind auch alle direkt ausgezogen, als sie konnten. Zack, 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 weg. Keiner hat Shits gegeben. Weg ist. Also ich weiß nicht, ob einer von euch vielleicht schon mal ein Auslandsjahr gemacht hat oder... Vielleicht Geschwister oder so. Es gibt auf jeden Fall schönere Vorstellungen, als sein irgendjemand aus der Familie oder Freunde oder keine Ahnung ein Jahr nicht zu sehen. Ja. Was? Ach, ein Oreo. Ja. Entscheidet euch, was habt ihr gemeinsam? Ich bin ehrlich, wir haben absolut nichts gemeinsam. Nichts. Oder fällt dir irgendwas ein, wo wir gleich sind? Die gleichen Augen, oder nicht? Nein. Und euer Gesicht ist auch gleich irgendwie. Ihr habt das gleiche Gesicht. Ihr habt nur verschiedene Haarfarben. Obwohl, sind die bei Peyton, die sind blondiert, ne? Also eigentlich ist sie braunhaarig, ne? Oder bin ich blöd jetzt gerade? Also ihr seht euch halt super ähnlich, ne? Aber sonst? Nee. Mm-mm. Von Charaktereigenschaften. Wir sind komplett unterschiedlich eigentlich. Vor allem, ich bin sehr stur. Ich nicht. Ja. Auf welchen Typen jung steht ihr? Vom Äußerlichen her. Wir reden jetzt nur vom Äußerlichen. Sydney, willst du es einfach mal für mich beantworten? Braune Haare? Nee, doch nicht. Na. Relativ dünn. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Sportlich dünn, braune Haare. Braune Haare? Also Augenfarbe hätte ich gesagt, ist egal. Ja, absolut egal. Also Haarfarbe dunkel. Arschlöcher. Halt einfach Arschlöcher. Auf Arschlöcher. Aber die Beschreibung passt tatsächlich gar nicht auf alle. Nee. Hey, warte mal. Milchbubis. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz gute Beschreibung. Kein Bart. Was definiert noch ein Milchbubi? Eigentlich nur kein Bart, ne? Und süßes Gesicht. Das definiert ein Milchbubi, oder? Du hast vergessen, so... Und groß. Ja, wollte ich gerade sagen, das wollte ich gerade sagen. Das Ding ist halt, ich muss es gar nicht sagen, weil Sydney hat genau den gleichen Typ. Ja. Du hast es vergessen. Bei mir. Was denn? Ältere. Die müssen, also, ich finde es schon schön, wenn ich irgendwann einen Freund hätte und der ein paar Jahre älter wäre. Ja, gut, dass ich immer die Jüngeren habe. Aussehen zieht an und Charakter hält fest. Ja, genau, das wollte ich sagen. Ja, aber ich denke mir halt, was bringt dir einer, der vielleicht gut aussieht oder so? Das war doch jetzt eine tolle Lernstunde mit Sydney und Peyton. Also ich hätte jetzt auf jeden Fall mal gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video Daumen hoch. Danke, danke, danke. Mache vor. Leute, ich habe euch das Video unten verlinkt. Ihr könnt gerne Liebe dort lassen. Lasst dort einen Daumen nach oben da und lasst dort einen netten Kommentar da, wenn ihr wollt. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, schaut auf Instagram vorbei. Ich freue mich und bis dann. Haut rein. Got a lot to do. At the crack of dawn, in the dark of night, what I got to do?